Wir sind wieder zurück in Echo. Wir stehen mal wieder. Wo sollen wir uns auch? Wo anders sollen wir uns auch sonst aufhalten als vom Grand Hotel Le Puf? Das ist echt schwer. Das ist echt schwer, gerade ein bisschen zu sprechen, weil ich habe Durst. Und ich kann aber nicht trinken, weil sonst muss ich schon wieder rennen. Gut, wir müssen einmal ganz kurz. Müssen wir? Ja, da müssen wir hin. Wir brauchen noch was. Wir wollen ja in dieser Folge nur noch die Schilder für das Hotel hinstellen. Und da habe ich gerade wieder eine tolle Idee gehabt. Oh wow, der hat hier echt gut lang. Habe ich gerade eine spitzenmäßige Idee gehabt. Ich habe das auch ausprobiert, wie das mit den kleinen hängenden Schildern aussieht. Das sieht da nicht mehr aus und deswegen brauchen wir eigentlich nur noch ein paar stehende. Und zwar Steine. Erstmal brauchen wir Steine. Steine haben wir hier. Da können wir uns leider nicht aussuchen, wie viele. Doch, können wir. Och, das ist ja herrlich. Ich dachte, es wären mehr gewesen. Sehr gut. Und zwar brauchen wir davon kleine stehende Steinschilder. 11. 12. 13. Natürlich nicht 12. Machen wir so. Zack. Jetzt haben wir immer noch drei Steine. Ich weiß immer nicht, wohin mit den Steinen. Ich weiß es doch nicht. Oh, Moment. Ich höre, glaube ich, das Spiel gerade noch auf einem Kopfhörer-Lautsprecher. Auf einem Kopfhörer-Lautsprecher. Auf einer Kopfhörerseite, würde ich sagen. Ja, ist aber komisch. Na doch, alles klar. So, man sollte vielleicht auch den Kopfhörer auch komplett übers Ohr ziehen. Gut, was machen wir mit den restlichen drei Steinen? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier. Genau. Nochmal drei Beton. Habe ich nämlich gerade schon hergestellt. Ich bin gar nicht schnell genug, um das überhaupt da oben qualmen zu sehen. Gut, schauen wir mal, wo sind denn jetzt die Schilder? Das sind die großen, da habe ich nämlich noch ein paar hier hergestellt gehabt, wie man ja sieht. Wo sind denn jetzt, wo werden die jetzt hingelagert? Die werden, glaube ich, noch gar nirgends eingelagert. Ja, da wird noch nichts eingelagert. Gut, das dauert noch ein bisschen. Ah, Scheibenkleister. Warum dauern die so lange? Die dauern 12 Sekunden und die kleinen 2 Minuten. Alter, Finne. Okay, dann müssen wir nochmal ganz schnell zurückdüsen. Ich habe ja gehofft, dass das ein bisschen schneller geht hier bei Thorstens Hammer. Das ist ja sonst eigentlich ganz flotter. Na gut. Dann stellen wir erstmal die ersten 10 Schilder auf. Ja, dann ist es so. Da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Müssen es unbedingt kleine sein? Nee, es müssen gar nicht unbedingt kleine sein. Es können auch zwei große sein. Dann nehmen wir nochmal zwei große hier aus der Truhe raus. Komm, dann ist es so. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt das Problem mit. Wo ist denn jetzt hier eigentlich? Wo ist denn jetzt die Truhe? Ach, hier. Hier haben wir Truhe. Ja, ein hängendes. Ja, toll. Ach so, sind hängende. Ja, toll. Die kann ich ja nun gar nicht hier gebrauchen. Hängende brauche ich nicht. Moment, die stehenden, die gehen schneller, ne? Abbrechen bitte, danke. Kleines hängendes, kleines stehendes. Kleines stehendes machen wir mal 10. Wir machen 11. Das wäre so schön gewesen. Ach, es wäre so schön gewesen. Okay. Was? Kleines. Okay. Die kleinen dauern also lange. Ach, ich wollte doch gar keine kleinen machen. Ich wollte doch große machen. Wollte ich große machen? Wir haben nur noch große. Ach nee, wir haben keine großen mehr. Große hängende. Große stehende. Ach Mensch. Große stehende Steinkacke. 5. 6. 5. Machen wir 5. Komm, machen wir 5. Und was mache ich aus denen wieder? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht, was ich daraus wieder machen soll. Ich weiß es doch nicht. Hier ein kleines vielleicht. Natürlich für 1 reicht es natürlich nicht. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Beton. Wir können ja Beton ganz gut gebrauchen. Überhaupt nicht. 6, reichen 5? Nein, reicht natürlich nicht. Dann machen wir auch hier wieder 6. Machen wir insgesamt natürlich 12. 12 konkrete. Gut. Jetzt hier nochmal. Große stehende 2 Stück. Danke. Das ist auch manchmal ein bisschen kompliziert hier. So. Wollen wir ganz schnell wieder zurück zum Süffelglück. Am Süffelglück vorbei zum Le Puf. Ich komme damit gelegentlich durcheinander, weil sie beide mit Ü geschrieben werden.
So, bei dem einen wird Gluck Gluck gemacht, bei dem anderen Knicknack. Ne, das ist schon ein Unterschied, ob Gluck Gluck oder Knicknack. So, ja, mit dem Hotel, da habe ich mir auch schon was überlegt. Das kommt dann aber zwischen den Folgen dran irgendwann. Oder ich mache es halt für mich alleine. Kann ich auch machen. Weil mir jetzt ja mit dem Vordach nicht so gut gefällt. Also das Vordach gefällt mir schon sehr gut. Ne? So ist es nicht. Das Vordach gefällt mir schon sehr gut. Nur die Höhe hier, das fehlt mir ein bisschen. Da fehlt mir ein bisschen Rahmen. Und das kommt alles um einen höher. Hier unten und oben muss natürlich auch noch einen höher, damit wir oben auch noch den Rahmen haben. Den Rahmen haben. Ja gut, das wird natürlich, also zwischen den Folgen mache ich wahrscheinlich ausschließlich im Flugmodus, ne? Also bitte nicht wundern, denn das sind wirklich große Projekte, die ich dann vorhabe, die dauern ein bisschen. Und da ist auch irgendwie dann, das geht ein bisschen schneller. Es geht auch gar nicht darum, dass ich Zeit spare dabei, es geht allein darum, dass ich halt, effektiv bin. So, passt das denn auch? Von der Anzahl, ich glaube, von der Anzahl passt das ganz gut. So und so. Dann hier noch eins. Und da noch eins. Und jetzt kommt nämlich die Krux. Ja, toll. Da, und da komme ich nicht dran. Das ist ja wieder toll. Ja, warum komme ich da nicht dran? Ich will da aber dran. Ich muss da dran kommen können. Warum kann ich da nichts draufstellen? Ach Mensch, ihr seid echt fies. Gut, dann müssen wir nochmal runter. Gut, dann ist es eben so. Dann brauchen wir, weißt du, und die Töne auch noch groß. Nächste Folge. Nur noch Schilder und dann fangen wir was Neues an und es geht ganz schnell, bla bla bla, ja ja, sehe ich, wie schnell das geht. Die ersten 7 Minuten sind schon wieder gleich vorbei. Ja, na komm, egal. So, versuchen wir mal so. Ja, wenn es dann ginge, das wäre schön. Ich weiß nicht, was ich hier bastle, aber irgendwas. Irgendwas wird schon werden. So. Hier nicht, hier auch nicht. Das ist ja auch wieder doof. Das hier wird alles Knorke. Kann man keine zwei übereinander stellen? Das wäre aber jetzt echt fies. Das wäre jetzt echt ungünstig, wenn das so wäre. Das wäre jetzt echt bescheiden. Vielleicht kann man ja, kann man das so vielleicht irgendwie, ja, so kann man das vielleicht nochmal, nein, so will ich das aber nicht. Ja, nee, aber fast so. Nein, so nicht, ach Mensch, es ist ja echt, oder? Oder vielleicht doch? Ach Mensch, ich weiß es doch nicht. Hier, ach, das ist so unübersichtlich hier. So? Ja, naja, das 1, 2, 3, 4, 5. Nein, das sieht dann nicht aus. Das muss schon hier über dem sein. Das könnte man aber tatsächlich noch bewerkstelligen. Das wäre vielleicht sogar noch machbar. Hier. Zack. Und hier vielleicht. So. Schauen wir mal. Ach so, dafür braucht man natürlich diesen da. Der hier drauf ist. Na, mal gucken, ob es klappt. Da bin ich ja mal gespannt. Einmal drehen. Natürlich nicht. Warum denn auch? Warum sollte es denn auch wieder... Es klappt. Aber falsch rum. Ach, Mann. Ach. Fliegen. Ah. So, jetzt aber. Ja, das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Aber es passt zumindest und das reicht mir schon. Das ist mir doch schon ganz recht, dass das so passt. So, komm, dann bauen wir den wieder ab, den ganzen Kappes hier. Zack. Müssen wir den hier nochmal aufstellen. Und den hier vielleicht nochmal. Ja, wahrscheinlich müssen wir den hier auch gleich wieder abbauen. Bestimmt. Ja, ja, ja. Ja, schön. Ein Traum. So. Naja, es ist ja nur noch zweimal dann. Na, ja, ein bisschen. Ja. Jawohl. Ach, ist ja schön. Naja, zumindest weiß ich mir zu helfen. Das ist doch schon mal schön. So.
Ja, was wird das jetzt? Das wird natürlich jetzt hier eine Einzelbuchstabenfolge, natürlich. Was auch sonst? Ich bin nur mal gespannt, wie das aussehen wird. Ich habe mir tatsächlich noch was anderes überlegt. Dafür müssten wir das Ganze aber wieder ändern. Aber das machen wir dann später erst. Erstmal soll das einfach nur benannt sein. Ne? Also bitte nicht wundern. So, 4 und jetzt hier. Zack, zack. So. Jawohl, so passt das. So ist mir das auch recht. Das ist doch wunderschön. So, das kommt wieder weg. Ja, komm. Ich hoffe, dass ich habe mich jetzt auch nicht verzählt. Das wäre schön. Ich stehe auf festem Untergrund. Das interessiert mich aber überhaupt nicht gerade. Geh. Sollte trotzdem hinhauen. Text. R. Oh. Text. Zack. A. Oh. Ja. N. Und wehe, da zeigt es nicht. Warum steht das eigentlich angeblich nicht auf festem Untergrund? Es steht auf festem Untergrund. Da steht ein Schild darunter. Das ist sogar aus Stein. D. Oh, hier kommt okay. Hier kommt ein großes H. Da 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 da. Ein großes O. Oh. Ein T wie die Tine Wittler, die gute Fee. Ein E wie der Emil. Aus, wie hieß die Bande? Olsenbande hieß die. Noch ein L. Und wer von euch buchstabieren kann, der ist klar im Vorteil. Das Ganze heißt dann nämlich so. Grand Hotel Le Boeuf. Ah, schön, es hat geklappt. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ich find's toll. Das war eine sehr gute Idee. Ja, was ich noch vorhatte, war hier das zu beleuchten. Ne, da müsste das Ganze noch ein bisschen weiter zurück und vielleicht noch um einen höher, damit das auch aus der Entfernung sichtbar ist. Und dann kann man da einfach so hier diese Außenlampen dranhängen. Aber dafür, ja, sollte möglichst schon dann fertig sein mit der Erhöhung und so, ne? Das wollte ich dann schon ganz gerne so haben. Huh, Junge, Junge. Na, das war ja eine schwere Geburt. Mit Nachwehen, aber. Naja, und Käseschmiere. Aber gut. Also, ich finde es toll. Ich finde es klasse. Gut, was als nächstes? Ja, stimmt. Wir wollten in dieser Richtung da was machen. Ja. Also ursprünglich hatte ich ja vor, hier die Straße zu bauen. Deswegen habe ich hier den Trecker auch schon hingestellt. Ich wollte ja eigentlich die Straße bauen, damit wir auch da hinten ins Tal der Königin dann langsam reinkommen. Das wäre schön, wenn das auch möglich wäre. Aber kann ich mich auch mal draufsetzen? Das wäre schön, danke. Use-Modul. Use. Die gute Use. Ach, das ist doch eine Liebe, oder? Der kennen Sie noch, die Beate. Mensch. Hat sogar einen eigenen Shop. Ach. Ja, die kümmert sich um ihre Kundschaft. Auch gerne mal höchstpersönlich. Alter. Na komm. So. Ach, die gute Use. Okay, viel war jetzt hier nicht. Oh, das wird auch eingesammelt. Das ist ja so interessant. Ist das was man ernten kann? Kann man das ernten? Ernten in Kärnten vielleicht? Weiß ich nicht. Kann man in Kärnten überhaupt was ernten? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, das reicht ja eigentlich erstmal schon. Als nächstes müssen wir erstmal die. Eigentlich bräuchte ich jetzt. Ich sehe nichts. Eigentlich bräuchte ich jetzt erstmal die Kettensäge. Wo haben wir die denn? Haben wir jetzt dabei? Ja, die haben wir dabei. Das ist doch schön. Ein Träumchen. Dann geht es wenigstens schnell. Also, gut, das behaupte ich ja immer, ne? Und dann brauchen wir doch ewig dafür. Nee, komm. Bam, 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 bam. Ich möchte hier gerne das hier, diesen Popel hier entfernen. Das wäre schön. Ich krieg den noch nicht mehr anvisiert. Wie schäbig ist das denn? Wer ist es denn? Frecher. Frechheit. Popel. Frechpopel. So, hier noch den. Hier noch den.
Ja, ich lege wieder eine tolle Muttersprache wieder zutage, ne? Vor allem, ich lege sie zutage. Ich fördere sie nicht nur, ich lege sie gleich zutage. Das ist ja fast wie so alte Milch. Ach, wo ich gerade erwähne, wir brauchen noch eine Preisliste. Entschuldigung. Alter, ist hier viel. Ja, und heute Nacht kannst du wieder nicht schreien, ne? Ja, natürlich. Na, wenigstens merkt es dann keiner, wenn du hier mal wieder zu Gast bist. Du komischer alter Mann. So. Was haben wir hier? Wir haben noch ein bisschen Krösel, ein bisschen Dösel und tralala. So, dann haben wir hier noch diese grünen Penen. Die eigentlich, die gehören ja eigentlich da in ein Gebäude weiter rein, ne? Obwohl das. Man könnte natürlich auch so ein. Man könnte ja auch. Man muss ja nicht nur unbedingt, ne? Also. Könnte man ja auch anbieten. Das horizontale Gewerbe ist ja schließlich nicht nur für die Damenwelt da, ne? Die da ein bisschen was dazu verdienen können. Zu ihrem kläglichen Haushaltsgeld vom Ehemann. Ist aber nur ein Vorschlag. Also muss jetzt nicht sein, ne? Mann, bin ich froh, dass hier noch nicht so wahnsinnig viele Mods dafür gibt. Also jetzt gerade zumindest bin ich einigermaßen froh darüber. So, komm, dann hier weiter. Wenn ihr versteht, was ich meine, und ich weiß, dass ihr versteht, was ich meine, denn mir gefällt, dass ihr genauso denkt wie ich. So. Ach ja, schön. So, den. Hallo, komm, nimm das in die Hand. Sei nicht so mädchenhaft wie Soft. Oder wie Jazz. Furchtbar. Nimm es in die Hand und dann, ne? Wollte ich schütteln. Hier, Moment. Das Holz muss erstmal weg. Zack. Holz ist weg. Vielleicht müssen wir natürlich noch Unmengen von diesen gestacheligen Samen auch noch futtern. Die so wahnsinnig nahrhaft sind. Die haben ganze 0 Kalorien. Und ja, das bringt uns wahrscheinlich echt weiter. Ich möchte den bitte. Danke. Durchsägen, wollte ich noch sagen. Hier, guck mal. Auf wundersame Weise verschwindet hier auf einmal alles. Aber es sprühen natürlich. Natürlich sprüht hier alles. So, jetzt haben wir ihn. Wie heißen die? Funken nicht? Späne. Späne heißen die Dinger. Späne, Marki. Späne. So, zack, zack. Den. Der passt nicht mehr rein, ne? Bestimmt ist er voll. Oh ja, der ist zum Brechen voll. Alter, das ist nicht gut. Hier, Moment. Wir stopfen uns erstmal hier diese 14 Shugaro-Kaktus-Samen in den Hals, die ganze 0 Kalorien haben. Gesunde Ernährung ist doch nicht unbedingt sättigend. So, komm. Hier, das. Ach, wie schön. Das wurde gleich nachgelegt. Das ist doch ein Träumchen. So, dann wollen wir als nächstes erstmal hier den Weg buddeln. Ich wollte sagen, freimachen, aber das machen ja schon die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Da brauchen die uns dafür nicht. Und wir brauchen die dafür nicht. So. So, na komm. Jetzt geht's hier weiter. Ich habe noch gar nicht in den Trecker reingeguckt, wie es da drin aussieht. Ob da noch irgendwas aus diesem Gekrösel eingesammelt wurde. Das würde mich echt mal interessieren. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht es hier wieder zurück. Sand ist natürlich extra einzusammeln, ganz klar. Dafür brauche ich jetzt auch nicht unbedingt das Skidsteer. So heißen diesen Kompaktlader. Der noch nicht mal von selbigen gebaut wird. Also vom Lader wird er nicht gebaut. Ah Gott. Ich und meine Flachwitze. Ach, natürlich weiß ich ja. Monsieur. Ah. Weißt du, Handy in die Höhe und glaubt, ich bin unnahbar. Hallo? So, danke. Der LKW hat sich gerade in die Hose gekackt, glaube ich. Sah zumindest so aus. Gut. Na komm. Das ist mal selbe Theater hier. Wie man steht hier, dieses Kackkram. Weißt du, mit den Shugaro-Kaktus da, da können wir uns wirklich schon die Wände hier tapezieren.
Nicht nur in-game, auch RL. Also das ist ganz, ganz schlimm. Das ist fürchterlich. Das ist, das gibt viel zu viel Sauerei. Also Sauerei, wollte ich sagen. Passt das noch? Ja, passt noch. Das ist schön. So, hier noch den. Und jetzt haben wir wahrscheinlich wieder, natürlich. Mh, sind die lecker und so nahrhaft. Oh, ich bin voll satt. Gut. Weiter. Rrr. Oh Gott, ey. Also ich hoffe, dass die Entwickler nicht unbedingt meine Folgen gucken, weil die könnten sonst tatsächlich auf falsche Gedanken kommen. Also spätestens wenn sie das da sehen. Also um 2 muss es natürlich noch erhöht werden. Also nicht um 2 Uhr, sondern um 2 Blöcke. Und dafür muss ich halt, das ganze Dach abbauen vom gesamten Gebäude. Ja. Ja klar, es würde theoretisch reichen, wenn ich nur das, das und das da erhöhen würde. Dann würden die anderen aber halt ungleich sein, ne? Von den Dächern. Und das mag ich nicht. Ich möchte tatsächlich einen symmetrischen Bau haben. Es muss schon gerade sein, alles. Das wäre schön. So. So, jetzt setzen wir gleich noch die Straßen rein, aber das machen wir in der nächsten Folge tatsächlich. Oh, wow, wir hätten, habe ich ja gar nicht auf die Aufnahmezeit, auf die Aufnahmedauer jetzt geachtet, auf die Folgenlänge. Eieieiei. Na gut, nächste Folge machen wir halt hier noch ein bisschen Sand raus und dann setzen wir die Straßen ein und dann schauen wir mal weiter, was wir noch so schaffen. Denn dann müssen wir eigentlich auch schon mal hier Richtung Tal der Könige mal gucken. Hier mache ich jetzt erstmal nur, damit hier, die Kakteen nicht wieder nachspawnen. Hier tun sie nämlich schon. Hier, guck mal, überall, wo die Pickel ja schon aus der Haut rauskommen. Es ist ja echt widerlich. Ist ja schlimmer als Akne. Gut, also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir ja, wie gesagt, Straßenbau. Und dann gucken wir mal ins Tal der Könige rein. Also, tschüss.